Also, ja, jetzt bin ich hier mit der Intrepid unterwegs. Schlachtschiff Tier 2 bei den Briten. Und wie man sieht, wir sind nur zu dritt hier. Oh mein Gott, denke ich mir so. Was für ein Scheiß. Aber okay, muss man durch. Ich frage mich, warum sind wir auch nur zu dritt? Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber wir sind es. Lange Rede, kurzer Sinn. Gut, hier gibt es auch nicht allzu viel, was man achten muss, außer dass man halt eben nicht abgeschossen werden muss. Wir müssen da zum Cap-Punkt. Ich nehme erstmal halbe Fahrt auf. Ich glaube, das reichen, wie man sieht, die Tourettes, die drehen auch hier viel schneller. Also die Türme. Tourette-Türme, sagt man ja auch, ne? Ja, zu sehen, dass ich hier vorankomme. Was ist das? Ein Kreuzer muss das sein, denke ich mal. Ich muss natürlich darauf achten, dass wenn ich schieße, auch treffe. Ich nehme auch mal volle Fahrt auf, denn ich bin sowieso langsamer als die anderen Kollegen hier. Und mit dem werde ich jetzt auch mitfahren. Und hier sieht man auch ganz gut, wie schnell die Türme eigentlich drehen. Im Gegensatz zum Branchenriesen. Ich würde sagen, ob das realistisch ist, aber ich wollte mich ja jetzt nicht weiter hier über den Realismus im Spiel auslassen. Wir fahren jetzt also mal nach vorne zum Cap-Punkt. Das ist das Ding da in der Mitte. So, man sieht meine Reichweite am Kreis, meine Radarreichweite auf der Minimap. Ja, ich habe gerade was gegessen, mir hängt. Nee, also mir hängt nichts zwischen den Zähnen, aber ich bin so also halb am Schlucken hier. Mal nachspülen mit. Nee, ist auch leer die Tasse. Okay. So, da haben wir schon den ersten. Einer von uns capt schon. Und hier ist es so, dass wenn man. Caldwell, der ist echt mit der Caldwell da. Wird höchstwahrscheinlich nichts, also muss ich jetzt wechseln auf Sekundär. Frage ist, ob ich hier was treffe, wohl eher nicht. Naja, ein kleiner Treffer war drin. Der Vorteil bei der Sekundär ist, sie ist natürlich schnell nachgeladen. Also der fährt hier voll auf mich zu. Kein Treffer, aber wie gesagt, wir halten durch. Wir haben schon einen verloren, das ist scheiße. Habe ich nachgeladen. Ich kann sagen, was jetzt passieren wird. Die Torpedos werden hier in eine Richtung fahren, liegen. Ja, Torpedos kommen. Weil der Kollege ganz genau wusste, wo ich langfahren will. Aber wie man sieht, ich bin recht schnell. Ich kann den Dingern ausweichen. Er beschießt mich ein bisschen. So läuft das hier ab. Okay, ich werde mir mein Ausziel suchen. Und zwar am besten eins, welches schon mehr Schaden erlitten hat. Leider bin ich hier außer Reichweite. Vorteil ist, solange die sich jetzt damit beschäftigen, hier zu verschwinden. Ich glaube mal nicht, dass ich rankomme. Ich habe ja exakt mal keinen Treffer bisher gemacht, das ist auch nicht so schlecht. Würde ich mal sagen. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Ich muss zusehen, dass ich den Gegner hier sehe. Weil mit drei Torpedotreffern wäre ich weg. Mit ziemlicher Sicherheit. Ich muss also näher ranfahren. Kann sein, dass sie eingenebelt sind. Ich könnte mich auch einnebeln.
Bringt aber erst was, wenn mich auch ein Gegner richtig im Visier hätte. So, ich bin der letzte Spieler hier. Hab noch zwei, die ich bekämpfen müsste. Das Blöde ist, dass die Waffen noch kalibrieren müssen. Das heißt, wie man sieht, hier sind ja überall diese grünen Punkte. Und je dichter sie zusammen sind, desto genauer könnte man schießen. So, ich werde beschossen, sehe aber niemanden. Das ist natürlich blöd und ich kann auch hier nicht extra irgendwie einen Supersonar ausfahren. Ich werde jetzt eigentlich nur mich damit beschäftigen. Ja, womit werde ich mich beschäftigen? Das ist die Frage. Ich werde einfach in den Cap-Punkt fahren. Irgendwann muss ja mal einer auftauchen hier. Ich werde beschossen, aber wie gesagt, ich sehe niemanden. Krieg aber dafür schön Treffer ab. Weil der Nachteil ist jetzt, es ist niemand da, der für mich spottet. Und meine Reichweite ist natürlich nicht so wie deren Reichweite. Ich krieg zwar Treffer ab, aber das ist marginal. Liegt halt einfach daran, weil ich ein Schlachtschiff bin und die eben nicht. Und da bin ich schon der Ersten. Zack, mal kein Treffer drin. Den werde ich nicht mehr ausweichen können. So. Falsche Taste. Das war eine knappe Sache. Ja, 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 ich bin echt beschäftigt hier gerade. Und das ist das Blöde, das meine ich nämlich. Der Scheiß dauert so lange. Und ich sehe auch nicht, wo ich hinschieße jetzt. Ich werde mich mal selber einnebeln. So, ich habe gerade gesehen, mein Ruder ist noch nicht repariert, die Engine muss auch noch repariert werden. Ich habe noch relativ viel Leben. Bringt mir aber nicht viel, solange die Karre hier nicht schneller fährt. Und natürlich ist jetzt auch bei diesem Wasser das schwierig, weil man nicht genau sieht, wo man hinzielen muss. Und wir wechseln. Ist auch ziemlich weit weg, deswegen muss ich... Es ist natürlich schwierig so zu zielen. Das ist ganz klar. Wenn jetzt ein paar Treffer drin wären... Sie reichen nur leider nicht. Okay, es kommen wieder Torpedos und ich werde abdrehen. Nach ungefähr drei Salven müsste auch eine Hauptartillerie wieder nachgeladen sein. Das wäre dann ungefähr jetzt. Gut, er hat Crit abbekommen, das reicht mir aber natürlich nicht. Ich will ihn komplett zerlegen. So, da kommen schon die nächsten Torpedos. Ich muss ganz schön aufpassen, denn jetzt sehe ich auch nicht mehr, wohin fährt. Das hat leider nicht gereicht. Er will mich hier wirklich zu torpedieren. Und da ist ja noch ein anderer Kollege unterwegs. Wo auch immer er sein mag. Sehen tue ich nicht, aber er ist da. Das kann ich versichern, er ist da.
So, das ist eigentlich ein ziemlich krasses Match, einfach weil... Wer markiert denn die X da immer? Wenn man jetzt bedenkt, wo ich überhaupt schon gelandet bin. Ich halte noch einiges aus, er hält auch noch einiges aus. So, wir werden verlieren, denn ich komme ja irgendwie schlecht dahin. Die Frage ist, wo ist der kleine Pimmel? Wo ist der Pimmel? Ich fahre jetzt einfach wieder zur Basis hin. Wird wohl nicht viel bringen, aber... So, Rauchbomben habe ich auch aufgebraucht. Ich habe auch nicht mehr viel zum Reparieren, glaube ich. Ich glaube, einmal könnte ich noch Sachen reparieren. Also immer da... Also ich habe geschossen. Ich sehe halt nur nicht von welcher Seite. Noch nicht. Und zwar, jetzt sehe ich direkt von vor mir. Vor mir ist einer. Zwei. Da kommen Torpedos, aber ich spotte niemanden. Das ist das Problem. So, wir werden gleich verlieren. Wie man sieht, das geht ziemlich schnell da oben. Ja, ich sehe den Torpedo. Man sieht ja auch, wie leicht man dem ausweichen kann. Okay, das ist schon explodiert. Leider, wie gesagt, ist das echt ein bisschen blöd hier. Und die hoffen natürlich, dass ich in die Torpedos fahre, aber ja, von der Reichweite aus. Also okay, die werden auch vor mir explodieren. Jetzt habe ich dich. Ich muss ihn haben. Das gibt's doch echt nicht. Vielleicht den Kollegen, weil der ist ein bisschen langsamer. Schnell leer. Okay, einen habe ich versenkt. Ich kann auch nicht mehr reparieren jetzt, das ist mein Problem. Ah, fuck. Ja, fast hätte es noch geklappt. Was will man machen? Scheiße. Scheiße, ich bin ja abgebrannt. Das ist das Problem gewesen. Den hätte ich mit Sicherheit noch bekommen. Aber ich bin einfach abgebrannt. Ich konnte nicht mehr reparieren. Ist halt scheiße. Muss man sich dran gewöhnen, dass man hier halt nur begrenzte Reparaturen möglich hat. Ich glaube, 8 Stück insgesamt. Oder 6 irgendwie sowas. Aber ich habe einen versenkt. Leider wurden wir geschlagen. Dadurch bekomme ich nicht sonderlich viel... Punkte hier. Ja, was soll man dazu sagen? Also, trotz allem, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, würde mir helfen. Tut euch nicht weh. Und ja, viel Spaß noch beim Zocken, was auch immer ihr zockt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, haut rein!